Schon gestern beim Free Practice und in den Qualifyings war Andrew Newall ganz klar der Favorit. Auch jetzt ist er mit Nummer 80 weit vorne im Feld, kommt jetzt auf die Zielgerade und düst in diesem Moment vor unserer Sprecherkabine vorbei. Andrew Newall mit Nummer 80 und hier haben wir übrigens eine Geschwindigkeit im Schnitt. Wie Sie sehen können, eingemeißelten Reihenfolgen meist nur dann verändert, wenn ein Auto eine Panne hat. Und das hoffen wir natürlich für keinen hier bei diesen hochentwickelten Fahrmaschinen, denn eine Panne heißt da immer auch ein sehr großer Reparaturaufwand. Newall kommt jetzt zurück bei uns über die Zielgerade geschossen. Wir müssen auch wirklich schießen sagen, denn 160 km/h Geschwindigkeit im Schnitt sind eine ganz klare Ansage. Er ist jetzt hier bei uns an der Panne. Reichweite. Durchaus bedauerlich, dass sich Dr. Alexander Linau doch tatsächlich jetzt in der Box befindet. Da hatten wir schon gestern mehrfach technische Herausforderungen zu bestehen. Linau also aus Deutschland in seinem McLaren M6B momentan im Pit. Und da ist auch wieder die ganz rasch hier im Supersports Festival raus. Die großen Heckflügel, die starken Frontspoiler, die Slickreifen der Mischung A11. Regenreifen sind zwar freigestellt, aber dürfte heute keiner aufgezogen haben, wenn gleich ist dann doch hier momentan Nachschauer gefahren. Die Nummer 80, Juan, der immer noch als auseinandergezogen. Das heißt, man hat dann doch immer wieder die Chance, die Augen zu halten.
Daniel wahrscheinlich eben schon erzählt hat, bin jetzt eben erst ich. Natürlich ist Ihr großer Vorteil als Gast der Bosch Hockenheim Historic auch der, dass Sie im Fahrerlager vorbei kibitzen können und mal zuschauen können, wie die Teams ihre Fahrzeuge vorbereiten. Die Liebe zum Fahrzeug, das Verständnis für jede noch so kleine Detailarbeit, die ist hier wirklich tief beeindruckend. Und so aus der Nähe, mit so viel Kontakt zum Team, bekommen Sie das auf keinem anderen Rennsport-Event. Das heißt, Sie sollten da wirklich mal hier und da sich ein paar Sekunden Zeit nehmen, denn Sie werden Eindrücke gewinnen, die Sie ganz rasch nicht mehr loslassen werden. Unter anderem Johann, der... Anhand der Zeit können wir das festmachen.
Rande gestochen, sind sich auch nicht groß verschlechtert. Manche werden sich fragen, warum fährt überhaupt ein August Deutsch hier mit oder ein Harry Reid, wenn doch ohnehin die Favoriten von vornherein sind. Das Teil 4 auch alle mit uns. Noch 4 Minuten 20 zu fahren und wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der McLaren von Anfang an nur ein bisschen abweicht. Auf der gerade August Deutsch in seinem Porsche vorbeigedüst ist, mit einer Rundenzeit von 2 Minuten 11 übrigens. Immerhin 30 Sekunden halb langsamer als der Spitzenreiter an. Jetzt in Runde 10 ist jetzt gerade in die Box gekommen, ist damit raus. Im Motodrom Andrew Yall. Ich sag, er ist bei 30 Sekunden über der Ziellinie, das wird nicht ganz reichen, das packt er nicht, aber die 20 müsste realisierbar sein. Das heißt, noch wird die Zielflagge vermutlich auch nicht geschwenkt, macht ihr auch gar nicht, weil ich meine, noch haben wir eine Rennstrecke. Kommt jetzt wieder über Startziel gerade. Rennen im letzten Augenblick bereits mit der Runde abschließen, beenden zu können. Ja, das hätte ich nicht strong, anders gemeint ich auch nicht. Das ist wieder wie auf die grüne Ampel. Ja, ich kann. Fahrer das Rennen auch zu beenden, was in dem Fall für Dirk Weinberg nicht funktioniert hat. Im Motodrom Andrew Newall, der einen extremen Abstand hat auf seine Nummer 8. Nein, guck mal, die 8 ist gerade auch aus der Zeitnahme verschwunden, warum auch immer, können wir Ihnen noch nicht sagen, war bis jetzt der zweitplatzierte Startnummer 8, Peter Schleifer. Ist das ärgerlich. Müssen wir auch abwarten, was jetzt daraus wird. Sehen Sie, letzte Runde und es passiert doch immer wieder, aber nicht so an, aber jetzt. Schwarz-weiße Flagge ist draußen. Jetzt müssen wir natürlich beobachten, wer kommt als Zweiter rüber. Und das, ach, da ist Dirk Weinberg doch wieder. Anscheinend hat er nur kurz Probleme gehabt. Platz Nummer 7, Start Nummer 87 ist jetzt auf der 2 gelandet. Nee, noch nicht, oder?
Nee, natürlich noch nicht. Liegt eine Runde hinten dran. Entschuldigen Sie bitte. Richtig, natürlich. Ich habe mich gerade verguckt hier. Also Schleifer im Augenblick raus. Ne? Schleifer fährt. Doch, hier, komm, da kommt Schleifer.